Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In der heutigen Predigt möchte ich weiter über das Leben von Abraham zu Ihnen sprechen, die Tatsache, wie Abraham zum Glauben kam, wie er im Glauben wuchs, wie er im Gehorsam wuchs, wie er seine Schwächen überwand. Und auch die Tatsache, dass Abraham, der Vater der Gläubigen, keineswegs immer voller Glauben war. Und das sollte, wie ich bereits in der letzten Predigt gesagt habe, uns Mut geben. Denn auch wir straucheln ja hin und wieder. Auch wir haben hin und wieder Zweifel. Auch wir wissen hin und wieder nicht so recht, wie wir uns verhalten sollen und nehmen dann zu Ideen und Aktionen Zuflucht, die gar nicht mal im Sinne Gottes sind. Nun, Abraham war da auch gar nicht anders als wir und wir werden das heute in dieser zweiten Folge der Serie über Abraham sehen. Nun, wir hatten bereits in der letzten Folge gesehen, dass Abraham hin und wieder mangelnden Glauben hatte. Er ging nach Ägypten, als eine Hungersnot im Lande Kanaan war, obwohl das Land war, wohin er sich begeben sollte und wo er bereits auch war. Wir haben gehört, dass er in den Krieg zog, wenn man das so sagen will, um seinen Neffen Lot zu befreien, etwas, was Gott keineswegs geboten hatte. Und wir hatten auch gesehen, dass nach dieser Episode Abraham niemals mehr in den Krieg ziehen würde. Und wir hatten dann auch gesehen, dass Abraham Kontakt hatte mit Melchisedek. Melchisedek, der Priester des höchsten Gottes, kein anderer als Jesus Christus. Wir hatten dies klar gesehen aus verschiedenen Stellen, auch im Hebräerbrief, die Tatsache, dass Melchisedek keinen Vater hatte, keine Mutter hatte, dass er keinen Anfang der Tage hatte, kein Ende des Lebens, dass er heute noch lebt, dass er also nicht gestorben ist, sondern dass er heute lebt. Das einzige Wesen, das neben Gott dem Vater, dem höchsten Gott, heute lebt, mit anderen Worten, ein Mensch war und heute lebt, war Jesus Christus. Nun, es heißt, dass er keinen Stammbaum hatte, keine Abstammung. Das bezieht sich auf seine Existenz als Gott. Schauen Sie, Jesus Christus war immer schon Gott gewesen. Er hat nicht einen Beginn der Tage gehabt. Er hat immer schon als ein Gottwesen zusammen mit Gott dem Vater existiert. Im Anfang war das Wort, der Logos, der Sprecher. Und das Wort war bei Gott, Gott dem Vater. Und das Wort war Gott. Aber dieses Wort wurde Fleisch. Und natürlich, als es jetzt Fleisch wurde, da hatte es eine Abstammung. Christus stammte ja als Mensch von Maria ab. Er wurde durch den Heiligen Geist natürlich gezeugt im Mutterleibe von Maria. Josef war sein Stiefvater sozusagen. Aber da hatte er natürlich eine Abstammung. Aber wenn wir uns auf Melchisedek konzentrieren, wie er damals dem Abraham erschien, als Gottwesen, das sich manifestierte, hatte er natürlich keine Abstammung, keine Genealogie, wie es heißt. Und von daher war er kein anderer als Jesus Christus. Schauen Sie, selbst Engelwesen haben ja einen Anfang gehabt. Sie sind ja erschaffen worden. Melchisedek, Jesus Christus jedoch nicht. Nun, wir hatten gesehen, dass nach diesem Erlebnis, der Abraham Angst hatte. Und Gott erschien ihm, auch wiederum hier niemand anderes als Jesus Christus. Und Gott erschien ihm und sagte ihm, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin dein Schild, ich werde dich beschützen. Aber er musste natürlich diese Lektion lernen und sie musste vertieft werden. Und das werden wir auch noch im Laufe der Predigten sehen, wie Gott diese Lektion in Abraham vertieft hat. Nun schauen wir uns jetzt weiter an, was geschieht in 1. Mose Kapitel 15. Und Vers 4. 1. Mose 15 und Vers 4. Da heißt es, und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein. Es ging jetzt hier um den Knecht, den der Abraham hatte, sondern der von deinem Leibe kommen wird. Der soll dein Erbe sein. Wir lesen also, dass Gott jetzt dem Abraham einen Sohn verheißt. Nun, das war ein Wunder, denn sowohl Abraham als auch Sarah hatten bereits den Zeitpunkt ihres Lebens erreicht, wo sie keine Kinder mehr gebären konnten und Sarah war ohnehin unfruchtbar. Aber jetzt verheißt Gott dem Abraham einen Sohn, der von Abraham kommen würde. Der Abraham hatte ja gesagt in Vers 2, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Aber Gott sagte, nein, der wird dein Haus nicht besitzen. Ein Sohn aus deinem Leibe wird dein Haus besitzen, wird dein Nachkomme sein, wird dein Erbe werden. In Vers 5 heißt es dann, und er hieß ihn hinausgehen und sprach, Sieh gern Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen.
und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und wie ich schon sagte, dies bezieht sich nicht nur auf das jüdische Volk, denn die kann man ohne weiteres zählen. Es ging um alle Nachfahren von Abraham. Die Juden waren ja nur ein Stamm von den Kindern Israel. Israel würde ja letztendlich aus Abraham hervorgehen. Und er hatte ja mehrere Söhne. Und heute befindet sich das Haus Israel keineswegs im Staate Israel, sondern es befindet sich, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, in Großbritannien, in Amerika, Neuseeland, Kanada und so weiter und so fort. Schauen Sie, das Haus Juda wird im Alten Testament immer vom Haus Israel abgegrenzt dargestellt. Das waren zwei verschiedene Häuser, zwei verschiedene Königreiche. Die wurden auch zu unterschiedlichen Zeiten in die Versklavung, in die Verbannung geschickt. Und das Haus Juda, die Juden, kamen zurück ins gelobte Land. Das Haus Israel ist niemals zurückgekommen. Deswegen werden die auch nach wie vor als die verlorenen Stämme des Hauses Israel bezeichnet. Die meisten Menschen wissen heute nicht, wo sie sind. Deswegen werden sie als verlorene Stämme dargestellt. Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte, dass aus seinem Leib ein Sohn hervorgehen würde, wie es Gott versprochen hat. Und Gott rechnete ihm dies als Gerechtigkeit an, weil es unmöglich ist, Gott zu gefallen, gerecht zu leben, Gerechtigkeit zu haben, Gerechtigkeit zu manifestieren, ohne Glauben an Gott. Aber wie wir noch sehen werden, dieser Glaube an Gott, dass ein Sohn aus seinem Leibe hervorgehen würde, war dann wieder doch vermischt später mit einem gewissen Maß an Unglauben. In Vers 7, 1. Mose, Kapitel 15 und Vers 7. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Und Abraham aber sprach, Herr mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Also er wollte doch noch ein Zeichen haben, er wollte doch noch sicher gehen, dass das, was Gott ihm jetzt versprochen hatte, noch wirklich der Wahrheit entsprach. Und so wird hier von einem tiefen Schlaf gesprochen, angefangen in Vers 12. Und ich möchte diese Stelle doch einmal in ihrer Gesamtheit vorlesen, weil sie nämlich auch etwas weiteres uns klar machen sollte. Angefangen in Vers 12. Und als nun die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Und da sprach der Herr zu Abraham, Vers 13, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein, in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen, und danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Und als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen. Und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin, diesen Fleischstücken, die Abraham jetzt dem als Opfer geben wollte. Und an dem Tage, Vers 18, schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Eine bessere Übersetzung, wie Sie sie auch zum Beispiel in der Elberfelder Bibel finden, ist, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Bereits jetzt schon. Von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Peresiter und Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter und die Jebusiter. Vieles wird uns hier dargestellt. Zunächst einmal wollte Abraham ein Zeichen haben, eine Versicherung haben, dass das, was Gott ihm versprochen hatte, auch wirklich eintreten würde. Und jetzt lässt Gott einen Schlaf über ihn kommen. Und in diesem Schlaf zeigt er ihm, dass seine Nachkommen, er wollte ja wissen, woran erkenne ich, dass ich Nachkommen haben werde, seine Nachkommen würden in Ägypten als Sklaven dienen und würden dann mit großem Gut herausgeführt werden aus Ägypten, um zurückzukehren letztendlich ins gelobte Land. Schauen Sie, alles dies war bereits vorherbestimmt.
Wir müssen verstehen, dass vieles, was in der Geschichte geschieht, bereits bei Gott vorherbestimmt ist. Gott hatte dies bereits prophezeit, dem Abraham prophezeit, zu einem Zeitpunkt, wo es diese Nachkommen noch gar nicht gab. Wir finden andere Stellen in der Bibel, dass Gott zum Beispiel von dem König Cyrus spricht und dass der König Cyrus einen Erlass geben würde, wonach die Juden, die in Gefangenschaft waren, herausgeführt werden würden, um ins gelobte Land zurückzukehren, um Jerusalem wieder aufzubauen, um den Tempel wieder aufzubauen. Gott hat dies in einem Zeitpunkt prophezeit, als es Cyrus noch gar nicht gab. Der war noch gar nicht geboren. Schauen Sie, gewisse Dinge sind bereits vorherbestimmt. Und weder Sie, noch ich, noch irgendein Führer dieser Welt kann daran etwas ändern. Gott hat vorherbestimmt. Wir lesen dies deutlich im Buch der Offenbarung. Wir lesen dies deutlich im Buch Daniel, dass das alte römische Reich, und Daniel hat Prophezeiungen erhalten zu einem Zeitpunkt, als es das römische Reich noch gar nicht gab, dass dieses römische Reich untergehen würde. Es würde aber 10-mal erneuert werden in Europa, die Geschichte hindurch. Und die 10. und letzte Erneuerung würde letztendlich in der Wiederkunft Jesu Christi gipfeln. Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie Augen haben zu sehen, wenn Sie Ohren haben zu hören, können bereits jetzt schon diese 10. Erneuerung des Römischen Reiches mitverfolgen. Nun, wir sehen, wie sich Europa zusammenfindet und es wird letztendlich zu einem Kern Europa kommen von 10 Nationen oder Nationengruppen. Und es wird dieses Kern Europa sein, wie ich ja schon mehrfach erklärt habe, dass sich dann gegen Christus, wenn er zurückkommt, auflehnen wird, ihn bekämpfen wird. Aber dieses Kerneuropa, wie es heißt, unter der Führung eines charismatischen Führers, der das Tier genannt wird im Buch der Offenbarung, einige bezeichnen ihn als den Antichristen, obwohl diese Bezeichnung eigentlich so nicht richtig ist, wenn es sich um das Tier dreht. Alles dies wird geschehen. Und dieses Kerneuropa unter diesem Tier, das wird nur für eine kurze Zeit herrschen. Wenn wir also sehen, dass sich diese Dinge formieren, wissen wir, dass die Zeit der Wiederkunft Christi nah herbeigekommen ist. Aber auch hier sehen wir bereits schon, zum Zeitpunkt des Abraham hat Gott ihm bereits gesagt, was in vielen Jahren noch geschehen würde. Und es war vornherein vorherbestimmt, dass Israel in Ägypten in die Gefangenschaft gehen würde. Und wir wissen ja auch, dass Jakob letztendlich dazu inspiriert wurde, zu Josef nach Ägypten zu gehen, damit die dann auch dort sein konnten, damit dann eine solche Gefangenschaft überhaupt erst möglich werden würde. Und so sagt Gott hier, ich habe dir bereits diese Nachkommen gegeben, die existierten noch nicht. Aber in Gottes Plan war es eine absolute Gewissheit. Und Gott wollte dies Abraham deutlich machen. Nun im nächsten Kapitel, in 1. Mose 16, lesen wir dann über das unglückliche Geschehen, dass Abraham und Sarah, oder zu dem Zeitpunkt noch Abraham und Sarai, meinten, sie müssten etwas tun, um die Prophezeiung Gottes in Erfüllung zu bringen. Denn Gott hatte ja dem Abraham einen Sohn verheißen und es wurde kein Sohn geboren. Und dann meinte der Abraham, okay, dann muss ich etwas tun, um diese Prophezeiung zu erfüllen. Er wollte nicht auf Gott warten, sondern er hatte gedacht, er müsste das selbst irgendwie in die Wege leiten. Schauen wir uns an, was geschah. 1. Mose 16, angefangen Vers 1. Sarai, Abrahams Frau, die gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Gehe doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Nun, wie auch damals der Adam der Stimme Evas gehorchte, als die ihm von der verbotenen Frucht gab, nachdem sie von Satan verführt worden war. Nun, der Adam, der war keineswegs verführt worden, aber der gehorchte der Stimme Evas und aß von der verbotenen Frucht. Der Abraham, der gehorchte der Stimme Sarais. Vers 3, und er nahm Sarai, Abrahams Frau. Es wird sehr deutlich hier wieder klargestellt. Sarai war Abrahams Frau. Die nahm ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann,
zur Frau. Nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Also 10 Jahre haben die gewartet, so bis da ein Sohn geboren werden würde. Der wurde nicht geboren und jetzt haben die gemeint, jetzt müssten sie etwas tun, um diese Prophezeiung doch noch in Erfüllung zu bringen. Denn wenn sie noch länger warten würden, dann wäre das ja nur total ganz unmöglich geworden. Und er, Vers 4, der ging zu Hagar und die ward schwanger. Nun, als sie sah, dass sie schwanger war, da achtete sie ihre Herrin gering. Jetzt hatte die gemeint, sie hatte die Oberhand, jetzt ist sie ja diejenige, die den Sohn gebärt für Abraham, da braucht sie sich nicht mehr um ihre Herrin zu scheren. Was hier geschehen war, war, um es deutlich zu sagen, nichts anderes als Ehebruch. Es kommt keineswegs darauf an, ob die Eheleute mit einem solchen Ehebruch einverstanden sind. Man hat ja heute diese Swingerpartys. Nein, in Gottes Augen war es Ehebruch, aber nicht nur das. Es war natürlich auch ein Mangel an Glauben. Ein Mangel an Glauben, dass Gott tun könnte, was er gesagt hatte, ohne dass man sein Gesetz verletzen muss. Nun, man muss hierzu vielleicht so als Entschuldigung in Anführungszeichen sagen, dass dies eine gängige Prozedur war, was der Abraham und die Sarai hier taten. Das war damals eine ganz gewöhnliche Entwicklung. Wenn also zum Beispiel Eheleute keine Kinder hatten, dann taten die dies. Dann nahmen die, sagen wir mal, eine Magd von der Frau oder auch von dem Mann, um dadurch Kinder zu erzeugen. Nun, heute gibt es eine ähnliche Prozedur, aber da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber Sie müssen sich die Frage stellen, ist das wirklich im Sinne Gottes? Nun, der Fehler, den Abraham hier beging, war, dass er wiederum keineswegs Gott um Rat bat. Wir lesen nicht, dass er jetzt zu Gott ging und zu Gott betete. Und Gott fragte, ja, ist das wirklich das, was du willst? Der Abraham, der nahm das als selbstverständlich an. Die Sarai, die nahm das als selbstverständlich an, dass dies eine Möglichkeit war, vielleicht sogar in Gottes Augen wohlgefällig, vorzugehen. Denken wir daran, dass Abraham keineswegs Gott fragte, als er in den Krieg zog, um Lot zu befreien, ob dies im Sinne Gottes war. Denken wir daran, dass Abraham keineswegs Gott fragte, ob es richtig war, dass er seine Frau als seine Schwester ausgab, als er nach Ägypten zog, damit er in Anführungszeichen am Leben bliebe, um, in Anführungszeichen, Sarais Willen. Nein, Abraham, der tat das. Die Sarai, die tat das, weil das in ihren Augen richtig war. Ohne sich um Gott in diesem Sinne zu kümmern, dass man ihn fragt, ist das auch so, wie du es willst? Es ist also von daher sehr wichtig, meine Damen und Herren, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, die weitreichende Konsequenzen haben kann, dass wir zunächst einmal uns an Gott im Gebet wenden, mitunter mit Fasten an ihn wenden, um seinen Willen zu erkunden. Jakobus sagt, wenn man nicht genug Weisheit hat, dann soll man Gott um Weisheit bitten. Und Gott wird einem diese Weisheit geben. Aber er sagt, tut dies im Glauben. Zweifelt nicht. Wenn ihr zweifelt, werdet ihr die Antwort nicht erhalten. Der Abraham, die Sarai, die haben das hier nicht getan. Und wie ich sagte, es war Ehebruch. Es war einzig und allein und ganz deutlich Ehebruch. Nun, der Abraham, der war 86 Jahre alt, als dies hier geschah. Und die Hagar, die brachte jetzt den Sohn Ismael hervor. Ismael, der Vorfahre der heutigen modernen Araber. Und wir sehen, wenn wir diesen Bericht jetzt weiterlesen, wie sofort Spaltungen entstanden in der Familie von Abraham und Sarai zwischen Ismael und später dann Israel. Oder vielmehr erstmal dem Nachfahren von Abraham, Isaak und dann letztlich auch dann Israel, dem Enkel. Und diese Spaltungen zwischen Israel und Ismael, die existieren auch heute noch im Nahen Osten, wie wir alle wissen. Und die gehen zurück auf dieses Ereignis, dass Abraham und Sarai meinten,
die müssten hier etwas tun, um Gottes Prophezeiungen erfüllen zu können. Wie ich sagte, die Tatsache, dass Sarai mit all dem einverstanden war, die ist unerheblich. Sie begehen nach wie vor Ehebruch. Auch wenn sie, um es ganz deutlich zu sagen, als Mann mit einer anderen Frau schlafen und ihre Frau stimmt dem zu. Das ist gleichwohl Ehebruch. Wie auch das sexuelle Betätigen vor der Ehe Unzucht ist. Einige haben mich gefragt, ja, ist aber das in unserer heutigen aufgeklärten westlichen Welt dann noch maßgeblich? Macht doch jeder, tut doch jeder so. Nun gut, es mag jeder so tun, wie auch Abraham und Sarai es taten, was sie für richtig hielten, aber in Gottes Augen war das keineswegs richtig. Sie müssen sich immer die Frage stellen, wenn sie etwas tun, ist das richtig in Gottes Augen? Nun, es gibt da eine Diskussion, auch hier in Amerika, und das ist natürlich lange Jahre gegeben, bezüglich Polygamie. Wie sieht das dann mit Polygamie aus? Kann ein Mann nicht mehrere Frauen haben? Wir lesen ja, dass die Hagar seine Frau wurde. Nun, besser übersetzt war es eigentlich so seine Nebenfrau. Es war nicht seine Hauptfrau, denn immer wieder wird von Sarai, später Sarah, als der Frau Abrahams gesprochen. Aber wie sieht es mit Polygamie aus? Ist das etwas, was in Gottes Augen richtig ist? Wir wissen, dass einige der Könige Israels, unter anderem auch David, mehrere Frauen hatten. Bedeutet dies nun, dass das etwas war, was Gott von vornherein wollte? Und die Antwort ist keineswegs. Nun, wie wir bereits gesehen haben, wenn wir die Bibel lesen, wir müssen begreifen, dass nicht alles, was da geschrieben steht, mit dem Einklang von Gottes Willen geschah. Auch das, was David tat. Ich werde demnächst eine Serie von Predigten geben über das Leben von David. War nicht immer im Einklang mit Gottes Willen, dass er zum Beispiel Krieg geführt hat, dass er zum Beispiel mehrere Frauen hatte. War keineswegs im Einklang von Gottes Willen. Die Tatsache hier, dass sich Abraham eine zweite Frau nahm, wenn man das so sehen will, nämlich die Hagar, das war keineswegs mit Gottes Willen geschehen. Kehren wir einmal zu 1. Mose Kapitel 4 zurück und schauen wir uns den Beginn der Polygamie an, der Vielweiberei, wie es heißt, also der Tatsache, dass ein Mann, sagen wir mal, mehrere Frauen hat. Nun, Jesus Christus hat später deutlich gemacht, dass Gott im Anfang einen Mann und eine Frau schuf und die beiden wurden zu einem Fleisch. Das war die Begründung der Ehe. Das heißt nicht, dass Gott einen Mann schuf und zwei Frauen und die drei wurden zu einem Fleisch. Das heißt auch nicht, dass Gott einen Mann schuf und einen Mann und die zwei wurden zu einem Fleisch. Oder dass Gott eine Frau schuf und eine andere Frau und die zwei wurden zu einem Fleisch. Sie verstehen hoffentlich, was ich hier meine. Der ursprüngliche Sinn und Zweck der Erschaffung des Menschen war die heilige Gestaltung der Ehe, um sich in der Ehe zu vermehren, nicht außerhalb der Ehe. Aber wie wir noch sehen werden in weiteren Predigten, haben die Menschen das alles umgedreht und haben so dann gelebt, wie sie leben wollten. In 1. Mose Kapitel 4 lesen wir angefangen in Vers 17. 1. Mose 4 und Vers 17. Und Kain erkannte sein Weib. Jedes Mal, wenn das Wort erkennen geschrieben steht im physischen Sinne, bezieht sich das auf die sexuelle Vereinigung. Und Kain erkannte sein Weib und die ward schwanger und gebar den Henoch. Aber das ist nicht der Henoch, der später dann entrückt wurde, wie es heißt. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Henoch aber zeugte Irak oder Irat. Irat zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Methushael. Methushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Frauen. Also das wird hier ausdrücklich erwähnt, weil das vorher noch nicht der Fall war. Das war jetzt dieser Lamech, der nahm zwei Frauen, der begründete die Polygamie, die Vielweiberei sozusagen. Und eine hieß Ada und die andere Zilla. Nun, das ist auch sehr interessant. Ada und Zilla, das waren zwei Frauen. Und Ada, das heißt so viel wie Schönheit. Und Zilla heißt so viel wie Schatten. Interessant ist, dass also die eine, sagen wir mal, die Hauptfrau war und die andere, die lebt also so im Schatten dieser Hauptfrau.
Aber schauen Sie, was geschah hier? Alles dies war nicht unbedingt die Tat eines gerechten Menschen, dieses Lameks. Das war nicht etwas, was Gott jetzt als gut beachtete und begutachtete, denn wir lesen etwas weiter über diesen Lamek in Vers 23. Und Lamek sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Weiber Lameks, merkt auf, was ich euch sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Also der Lamech war ein Mörder. Und er war auch noch stolz drauf, dass er jemanden umgebracht hatte. Also alles dies wird erwähnt, um den Zusammenhang zu zeigen, wie hier man mehr und mehr von der Wahrheit Gottes abwich. Also Polygamie wird in keinster Weise als etwas dargestellt, was in Gottes Augen richtig gewesen war. Und es ist auch heute nicht richtig. Wir lesen im Neuen Testament zum Beispiel, ein Diakon oder ein Prediger soll der Mann einer Frau sein. Also wenn er heiratet, soll er mit einer Frau zusammen sein, nicht mit mehreren Frauen. Und das gilt nicht nur für Diakone und Prediger, das gilt auch für alle Christen. Lesen wir weiter in 1. Mose Kapitel 16. Da wird hier natürlich gesagt, dass dieser Zwiespalt entstand in der Familie und jetzt floh dann die Hagar mit ihrem Sohn Ismael und sie weinte bitterlich in der Wüste, wollte sterben. Gott erschien ihr, um sie und den Sohn zu retten. Und lesen wir jetzt diese interessante Prophezeiung, die Gott jetzt gibt in 1. Mose 16 und in Vers 12. Es heißt hier, er, dieser Ismael, der wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz, wie es hier geschrieben steht, zum Trotz. Aber eine bessere Übersetzung ist hier, er wird östlich von all seinen Brüdern wohnen. Und das ist auch heute noch der Fall. Wenn wir uns den Staat Israel anschauen und wenn wir uns die Araber anschauen, wo die heute wohnen, aufgrund dessen, was hier geschrieben steht, ist diese Prophezeiung nach wie vor in Erfüllung gegangen. Obwohl es diese vielen Völkerwanderungen gab, diese Verschiebungen der Menschen, ist diese Tatsache nach wie vor bestehen geblieben. Warum? Weil Gott eben dazu sah, dass sie bestehen blieb. Denn Gott sieht zu, dass seine Prophezeiungen erfüllt werden. Nun schauen wir uns 1. Mose Kapitel 17 an. Und das geschieht 13 Jahre später. Also nachdem der Ismael geboren war, hat es noch weitere 13 Jahre gedauert, bis das jetzt erfolgt, worum es hier geht. Es zeigt uns, wie sehr wir manchmal uns in Geduld fassen müssen. Die meisten Menschen wollen das nicht. Die wollen es sofort, heute, jetzt gleich. Aber Gott sieht das ganz anders. Gott will ja, dass wir Charakter entwickeln. Und Charakter beinhaltet Zeit. Wir brauchen Zeit, um das Richtige zu erkennen, sich für das Richtige zu entscheiden und das Richtige dann auch auszuüben. Diese Charakterentwicklung ist absolut notwendig, wenn wir im Reich Gottes sein wollen. Und diese Charakterentwicklung, die muss auch gegen Schwierigkeiten angehen können. Und manchmal lässt Gott Schwierigkeiten zu, um uns zu prüfen, wie ich des Öfteren gesagt habe. Gott prüft uns, damit wir nicht sündigen. Satan versucht uns, damit wir sündigen. Das ist der Unterschied. Wir müssen Satans Versuchungen erlegen. Und wir müssen uns in der Prüfung Gottes als stark erweisen. Und hier lesen wir in 1. Mose Kapitel 17, angefangen Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, da erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Nun, obwohl 13 Jahre vergangen waren, schließt sich diese Erzählung unmittelbar an das Erlebnis mit Ismael und Abraham und Hagar und Sarai an. Was uns andeuten soll, dass Abraham keineswegs fromm gewandelt war, als er
sich dazu entschloss, der Stimme Sarais folgend, diesen Ehebruch mit Hagar zu begehen, diesen Mangel an Glauben zu zeigen, um die Prophezeiung Gottes selbst in Erfüllung zu bringen. Nur das Wort für fromm heißt so viel wie perfekt. Eine Verehrung Gottes aus ganzem Herzen. Christus sagt uns ja später, dass wir vollkommen sein sollen, wie Gott der Vater im Himmel vollkommen ist. Perfekt ist das gleiche Wort, der gleiche Gedanke hier. Nun, man wird nicht automatisch vollkommen, selbst wenn man zur Wahrheit kommt und die mehr und mehr erkennt, selbst wenn man sich taufen lässt, ist man noch nicht vollkommen. Es ist ein langer Weg danach. Prüfungen werden kommen, Tests werden kommen. Wir sollen uns mehr und mehr auf die Vollkommenheit zubewegen, die Gott in uns sehen will. Und so sagt hier auch Gott dem Abraham, nun, ich bin der allmächtige Gott, El Shaddai. Ich bin der allmächtige Gott. Werde so, wie ich bin. Mit anderen Worten, wandle vor mir und sei fromm. Verehre mich von ganzem Herzen. Und dann lesen wir, dass Gott einen weiteren Bund mit Abraham schließt. Hier werden also Bündnisse beschrieben, lange bevor Gott einen Bund mit dem Volk Israel schloss unter Mose. Auch das ist etwas, was wir begreifen müssen. Die meisten Menschen heute, vor allen Dingen die, die ein wenig die Bibel verstehen oder verstehen meinen, die verstehen nicht, was es mit dem alten Bund auf sich hat. Die sagen ja, dass der alte Bund, der ist mit dem Gesetz identisch. Nein, ein Bund ist ein Vertrag. Und hier hat Gott wiederum einen Vertrag geschlossen. Es gibt viele Verträge, die wir auch heute schließen. Das sind Versprechen, gegenseitige Versprechen vielfach, manchmal zugunsten Dritter, die von uns verlangen, dass wir diese Versprechen halten. Und hier schließt Gott einen Bund, einen Vertrag mit Abraham. Der hat mit dem Bund, den Gott mit Israel schloss, unter Mose gar nichts zu tun. Ein total anderer Bund, ein anderer Vertrag. Vers 2. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Und da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir, also diesen Bund, den er schließen will, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Hier wiederum wird dieses Versprechen abgegeben, aber schauen Sie, der Zusammenhang ist auch der, Gott sagt, wandle vor mir und sei fromm. Darum, Vers 5, sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Nun, er hatte immer noch nicht den Sohn, der von Sarai kommen würde. Und Gott sagt, ich habe dich bereits gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen, Vers 6, und will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen von dir kommen. Wiederum das Versprechen, aus dir sollen Völker und Könige kommen. Vers 7. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Schauen Sie, ein Vertrag zwischen Gott und Abraham, jetzt Abraham, zugunsten Dritter. Zugunsten der Nachkommen von Abraham. Er will diesen Bund aufrichten von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Es ging also hier um ein physisches Versprechen. Es sollten Könige, es sollten Völker aus Abraham hervorgehen. Aber es geht auch um ein geistliches Versprechen, dass letztendlich Gott der Nachkommen Abrahams sein würde. Nun, heute ist er das keineswegs. Die meisten Menschen heute, die Nachkommen Abrahams sind, beten keineswegs den wahren Gott an. Aber dies wird in der Zukunft geschehen, wenn Jesus Christus zurückkommt, während des Millenniums, des tausendjährigen Reiches hier auf Erden und dann auch während des großen weißen Throngerichtes, wenn alle die Nachkommen Abrahams, die gestorben sind, ohne wirklich Gott verehrt zu haben, auferweckt werden. Aber natürlich nicht nur die Nachfahren Abrahams, sondern alle Menschen werden dann auferweckt werden in der zweiten Auferstehung, während des großen weißen Throngerichtes, um dann die Gelegenheit zu erhalten, Gott anzubeten. Nun, die meisten Menschen heute wissen noch nichts über die zweite Auferstehung, obwohl zum Beispiel die Menge Bibel, interessanterweise, wenn Sie sich das im Buch der Offenbarung anschauen, in einer
Überschrift über die zweite Auferstehung spricht. Also die verstanden das schon. Aber die meisten Menschen heute wissen nichts davon. Er spricht hier weiter. Vers 8. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben. Also hier wiederum auch ein physisches Versprechen, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz. Also es geht über das Physische hinaus in dem Sinne, dass wenn man etwas zu einem ewigen Besitz erlangt, muss man ja auch ewig leben. Es geht hier sogar auch um das Versprechen, dass letztendlich die Nachkommen, die meisten jedenfalls, der Nachfahren Abrahams im Reich Gottes sein werden. Die werden sich nämlich dann bekehren. Und die werden dann zu Gottwesen werden, wie Sie und ich heute das Potenzial haben, wenn Sie berufen sind, sich heute bereits für Gott zu qualifizieren, um bei der Wiederkunft Christi bereits eingehen zu können in das Reich Gottes, die Familie Gottes. Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Christus, und das ist der Erstgeborene, auf diese Weise der einzig geborene Sohn, er ist unser Bruder. Und wir sollen teilhaben an der Gottfamilie. Auch hier schreibt die Mengebibel in vielen Stellen über die Gottesfamilie. Die verstehen das scheinbar auch, dass Gott sich vermehrt, dass er sie und mich in seine Familie aufnehmen will. Auch da haben die meisten Menschen keine Ahnung davon heute. Keine Ahnung. Es heißt hier, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und ich will der Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, Vers 9, so haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen, von Geschlecht zu Geschlecht. Nun, es heißt hier von Geschlecht zu Geschlecht, bis zu dem Zeitpunkt, wie wir ja bereits gesehen haben, dass dies nicht mehr eine Notwendigkeit ist. Es geht hier um die Beschneidung. Schauen Sie, in Vers 10 heißt es, das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und eure Vorhaut sollt ihr beschneiden, das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Also zunächst einmal geht es bei der Beschneidung um einen Bund, wie es hier gesagt wird, wie es auch in zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 7 und Vers 8 gesagt wird, dass die Beschneidung in der Tat ein Bund war. Sie war aber auch ein Zeichen dieses anderen Bundes, den Gott hier schließt in 1. Mose 17, über den wir gerade gelesen haben. Die Beschneidung war ein separater Bund. Und dieser separate Bund würde aufhören mit dem Tode Jesu Christi, wie das auch das Neue Testament deutlich macht. Es ist heute nicht mehr erforderlich, sich physisch gesehen beschneiden zu lassen, aber es ist nach wie vor erforderlich und sogar noch mehr, dass wir uns geistlich beschneiden lassen, dass wir unser Herz beschneiden lassen. Auch etwas, was bereits im Alten Testament mehrere Male erwähnt wird. Das war eigentlich der Grund dessen, warum es hier diese physische Beschneidung gab. Damit wir erkennen, dass wir uns geistlich beschneiden lassen müssen. Dass wir aufhören müssen, unsere eigenen Ideen zu haben. Sondern dass wir beginnen müssen, Gott in unserem Leben wirken zu lassen. Und das ist manchmal auch nicht unbedingt sehr leicht. Nun, wir lesen auch hier in diesen Stellen, in Vers 15 von 1. Mose 17, dass Sarai einen anderen Namen erhalten sollte, nämlich Sarah. Und Vers 16 sagt, denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Also hier wird das jetzt ganz deutlich. Nein, es geht nicht um Hagar. Es geht um dich, Abraham und Sarai, Sarah. Die soll dir den Sohn gebären. Und ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Also, auch hier wiederum, dieser Nachfahre würde von Abraham und Sarah abstammen und daraus würden dann viele Völker und viele Könige entstehen. Und da fiel Abraham auf sein Angesicht, Vers 17, und lachte, aber nicht unbedingt jetzt mit Unglauben. Später würde Sarah lachen mit Unglauben, aber der Abraham, der freute sich. Der lachte in seinem Herzen und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären, aber das war jetzt kein Unglaube mehr. Er sagte nur, Mensch, ist das eine unglaubliche Situation, aber nicht in dem Sinne, dass ich das nicht glaube, sondern was werden die Menschen sagen, wenn sie das hören? Ihm war klar, das war ein absolutes Wunder, was Gott hier verkündete. Und dann sagte er allerdings hier in Vers 18, und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael doch leben möchte vor dir. Also hier wird doch schon wieder ein bisschen jetzt dieser Zweifel zum Ausdruck gebracht. Ja,
vielleicht ist es doch besser, nicht, dass ich dich jetzt in irgendeiner Form da kritisiere, wenn du das so machen willst, aber wäre es vielleicht nicht doch besser, der Ismael, der würde ein Erbe werden? Und da sprach Gott, nein, ist nicht besser, nein. Sarah, deine Frau, die wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. Und 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Zu einem großen Volk. Aber die Nachfahren Abrahams, die würden zu vielen Völkern werden. Und jetzt sagt er ganz deutlich, wann es geschehen würde. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham. Und Abraham geht jetzt hin und beschneidet seine Menschen, die also bei ihm waren. Also wir sehen, dass der Abraham immer noch so ein bisschen vielleicht nicht den totalen Glauben hatte, dass nicht nur Gott sagen kann und tun kann, was er sagt, sondern dass er vielleicht sich Alternativen vorstellt und denkt, naja, vielleicht ist aber eine andere Möglichkeit dann doch noch die bessere. Ich will ja nicht zum Gespött der Menschen werden, wenn die hören, dass jetzt der alte Abraham und die alte Sarah auf einmal noch ein Kind zeugen. Also, da war schon ein bisschen noch dieser Zweifel vorhanden, der musste überwunden werden. Nun, in Römer Kapitel 4 lesen wir etwas sehr Deutliches und Interessantes. Zunächst einmal in der Elberfelder Bibel. Römer Kapitel 4, die Verse 18 bis 22. Da wird nämlich gesagt, wie der Glaube Abrahams wuchs. Und der Glaube muss auch in uns wachsen. Wenn wir zur Wahrheit gelangen, dann ist er noch nicht vollkommen da. Schauen Sie, ich bin im Jahre 1974 getauft worden. Ich habe immer noch keinen vollkommenen Glauben. Der Abraham, der hat auch noch keinen vollkommenen Glauben. Der Glaube muss wachsen. Er muss sich bewähren. Die Vollkommenheit wird letztendlich erlangt werden, wenn wir ins Reich Gottes eingehen. Aber wir müssen uns hin auf die Vollkommenheit bewegen. Und so lesen wir in Römer Kapitel 4, angefangen in Vers 18. Und lesen wir hier den Zusammenhang, angefangen in Vers 17, weil das hier mitten in den Satz hineinbricht. Gott sagt, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Also Gott hatte bereits zum Beispiel ja von den Israeliten gesprochen, die in Ägypten sein würden, aber das war noch nicht geschehen, aber Gott sieht es so, als ob das bereits schon geschehen sei. Aber jetzt kommt es auf Vers 18 mir hauptsächlich an. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde. Nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Da war nichts zu hoffen. Der schaute sich seinen eigenen Leib an, der schaute sich den Leib der Sarah an, der sagte ja, also, nee, das kann ja nicht mehr passieren, dass jetzt aus unseren Leibern heraus ein Nachkomme gezeugt werden würde. Aber er hat gleichwohl auf Hoffnung hin geglaubt, obwohl da physisch gesehen, menschlich gesehen nichts zu hoffen war. Jetzt geht es weiter. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben. Schauen Sie, Zweifel geht mit Unglauben Hand in Hand. Jakobus sagt uns, wenn wir uns an Gott wenden in einem Gebet, glauben wir und zweifeln wir nicht. Denn wer zweifelt, der ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Also der Abraham, der musste diese Lektion lernen. Nachdem er schon das falsch angestellt hatte mit der Hagar, er musste diese Lektion lernen. Er zweifelte nicht mehr im Unglauben, sondern
Also er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, wie es heißt, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Er wurde gestärkt im Glauben oder sein Glaube nahm zu an Stärke. Kann es auch übersetzt werden. Der Glaube muss wachsen. Er wird vielfach durch Probleme wachsen. Man hat Probleme. Man zweifelt jetzt nicht daran, dass man diese Probleme überwinden kann, sondern man glaubt voller Vertrauen in Gott, dass er uns helfen wird, diese Probleme zu überwinden, ohne dass wir ungehorsam werden müssen. Und wenn wir jetzt diese Probleme überwinden, indem wir trotzdem gehorsam sind, dann wächst unser Glaube daran, dass ein Problem überwunden werden kann mit Gottes Hilfe, ohne dass wir sein Wort brechen müssen. Es gibt da viele Beispiele, die ich nennen könnte. Beispiele bezüglich des Sabbats zum Beispiel. Sie haben Schwierigkeiten, jetzt Ihre Kinder aus der Schule zu nehmen, wegen des Sabbats oder wegen der heiligen Festtage. Oder Sie haben Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Einige meinen, ja, Sie könnten doch den Sabbat nicht halten, Sie könnten doch die heiligen Festtage nicht halten, weil Sie ja doch sonst Ihren Job verlieren würden, weil Sie ja doch sonst Schwierigkeiten erlangen würden mit den Schulbehörden und so weiter und so fort. Wir müssen daran glauben, dass Gott uns helfen wird, seine Gebote zu erfüllen. Gott hat uns ja geboten, den Sabbat zu heiligen. Den Sabbat, die Zeitspanne von Freitag, Sonnenuntergang bis Sonntag, Sonnenuntergang. Gott wird uns niemals etwas gebieten, was wir nicht tun können. Gott weiß das. Wenn Gott ihnen gebietet, den Sabbat zu halten, was er tut, dann weiß er auch, dass sie es tun können. Und sie dürfen nicht daran zweifeln im Unglauben, dass sie es tun können. Es gibt andere Beispiele. Einige leben zusammen als Mann und Frau, ohne verheiratet zu sein. Gott sagt, tut das nicht. Gott sagt, tut das nicht. Nun, einige meinen, ja, wir müssen aber doch zusammenbleiben. Wir können ja gar nicht anders, weil, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen, finanziellen Gründen, Sünden, Triebe, was immer. Wenn Gott uns gebietet, etwas zu tun oder nicht zu tun, dann müssen wir den Glauben haben, ohne zu zweifeln, dass wir es tun können. Und dadurch wächst unser Glaube, wenn wir ihm gehorsam sind und es tun und sehen, dass es möglich ist. Weihnachten, ein weiteres Beispiel. Viele haben nach wie vor Schwierigkeiten, obwohl sie erkannt haben, dass Weihnachten ein heidnisches Fest ist oder Neujahr, das wir nicht halten sollten. Aber sie meinen, ja, aber wie kann ich das nicht tun? Ich bin doch hier bei meinen Verwandten, die wollen doch, dass wir hier am Heiligabend kommen und Geschenke auspacken für unsere Kinder, Enkelkinder, Weihnachtslieder singen vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Wie kann ich einer solchen Vorschrift Gottes denn folgen? Nun, Gott würde uns diese Vorschrift nicht geben, wenn er nicht wüsste, dass wir sie befolgen könnten. Aber schauen Sie, selbst wenn es anders wäre, selbst wenn wir leiden müssten, wir wissen, dass einige bereit waren, ihr Leben hinzugeben für die Wahrheit Gottes. Die drei Freunde Daniels im feurigen Ofen. Nun, Gott errettete sie im feurigen Ofen. Er erfüllte ein absolutes Wunder an denen. Aber die sagten, selbst wenn es Gott nicht tut, wisse, o König, wir werden nicht vor diesem Standbild niederfallen, um es anzubeten. Die waren bereit, ihr Leben zu lassen. Letztendlich kommt es eben auf den Gehorsam an, der mit dem Glauben Hand in Hand gehen muss. Es geht nicht nur um einen theoretischen Glauben, oh, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus. Und damit ist alles in Butter, wie wir so schön sagen. Nein, es geht darum, dass dieser Glaube sich durch unsere Taten, durch unsere Handlungen manifestiert. Wir stellen den Glauben durch unsere Werke unter Beweis. Und Abraham musste das auch tun, er musste das lernen. Er würde eine sehr schwierige Prüfung durchstehen müssen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Eine, ich möchte sagen, einzigartige Prüfung, die hat es vorher nie gegeben, wird es auch wohl nachher nie mehr geben in diesem Sinne. Aber Abraham wurde nicht ohne Grund der Vater der Gläubigen genannt, der Vater der Gläubigen. Und wir sollen dem Glauben Abraham nachfolgen, wie er ihn gehabt hat. Und wie wir sehen hier, er musste sich entwickeln. Er musste stark werden im Glauben. Ich möchte diese Stelle auch einmal in der Mengebibel vorlesen, Römer Kapitel 4. Römer Kapitel 4, angefangen in Vers 18. Abraham hatte da, sagt die Mengebibel, wo nichts zu hoffen war, doch hoffnungsvoll am Glauben festgehalten.
damit er der Vater vieler Völker würde nach der Verheißung, das heißt, weil ihm von Gott zugesagt war, so unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Und ohne im Glauben schwach zu werden, nahm er, der fast 100-jährige Mann, die Erstorbenheit seines eigenen Leibes und den verstorbenen Mutterschoß der Sarah war, trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker. Indem er Gott die Ehre gab und der festen Überzeugung lebte, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch zu verwirklichen vermöge. Und darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Schauen Sie, das war nicht nur theoretischer Glaube, den Abraham hatte. Er hatte die tiefe, felsenfeste Überzeugung. Das, was Gott verheißen hat, das kann er und das wird er auch tun, egal wie hoch die Wellen schlagen mögen. Als der Petrus die Wellen sah, als er auf dem See wandelte, da verlor er seinen Glauben daran, dass er auf dem See wandeln könnte. Und er hatte Zweifel und er hatte Furcht. Und Christus sagt dann zu ihm später, warum hast du gezweifelt? Warum hattest du so wenig Glauben? Warum hast du dich gefürchtet? Schauen Sie, der blickte auf die Wellen, der blickte auf den Sturm. Der Abraham, der blickte auch auf seinen erstorbenen Leib, auf den erstorbenen Leib der Sarah, aber ihm war es klar, nein, Gott hat es aber trotzdem verheißen. Er wird es erfüllen. Das ist der Glaube, den wir auch entwickeln müssen in unserem Leben, egal wie die Umstände auch aussehen mögen. So lesen wir dann in 1. Mose Kapitel 18, dass Gott und zwei Engel dem Abraham erschienen. Nun schauen wir uns diese Stelle einmal näher an, denn sie zeigt uns, wie auch damals der Melchisedek dem Abraham erschien. Nun interessant ist, der Abraham, der wusste gleich, wer es war. Der wusste gleich, dass dieser Mensch, der hier erschien mit den beiden anderen Menschen, in Anführungszeichen jetzt, kein anderer war als Melchisedek, kein anderer war als der Gott des Alten Testamentes, Jesus Christus, der Hohepriester Gottes des Höchsten. Wir lesen nämlich Folgendes hier in 1. Mose Kapitel 18, angefangen in Vers 1. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Das er wusste schon gleich, da ist irgendetwas. Das waren nicht nur drei normale Männer. Und er sprach, Herr. Also er redet den einen dieser drei Männer an und sagt zu denen oder zu dem, Herr. Nun, interessant ist, dass diese Anrede, Herr oder mein Herr, das hebräische Wort ist für Adonai. Die alttestamentliche Beschreibung für Gott. Und zwar ausschließlich. Also er redet hier einen dieser drei Männer mit Herr an. Er weiß, dass dies Gott war. Er weiß, dass dies Jesus Christus war. Er weiß, dass dies dieser Melchisedek war, dem er den Zehnten von allem gegeben hatte. Und er sagt jetzt auch zu ihm, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen. Auch wiederum hier eine sehr religiöse Ausdrucksweise, die eben zeigt, was der Abraham hier sagte. So gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Ich wollte hier kurz noch etwas erwähnen, und zwar der Wechsel des Namens von Abraham zu Abraham. Nun, wir hatten gesehen, Abraham hieß so viel wie Vater der Höhe oder erhobener Vater. Abraham aber heißt Vater der Völker. Es ging also hier jetzt um mehr als nur um ihn selbst. Und Sarai, die wurde ja umgenannt zu Sarah. Sarai hieß ursprünglich Prinzessin oder besser meine Prinzessin. Und die wurde jetzt Sarah genannt, die Prinzessin von allen. Auch das ist eine interessante Namensänderung, die hier erfolgt. Und wir sehen eben, wie Gott jetzt die Sarah und den Abraham zu Menschen machte, die Bedeutung haben würden für alle Menschen letztendlich. Wie das ja auch heute klar der Fall ist und von uns heute klar verstanden werden kann. Ob der Abraham und die Sarah das damals so verstanden, wage ich zu bezweifeln. Denn vieles muss Gott einem ja auch erst im Laufe der Zeit näher bringen und erklären. Also hier lesen wir
Jetzt in Vers 4 von 1. Mose 18. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Nun, das Waschen der Füße, obwohl es natürlich damals Sitte war, Gang und Gäbe war, wenn also Fremde kamen, Reisende kamen, dass man denen die Füße wusch, bedeutet natürlich auch einen gewissen Hinweis hier auf die Fußwaschung, die Christus später an seinen Jüngern vornahm. Und ich will euch, Vers 5, einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet, danach möget ihr weiterziehen. Nun, der Abraham, der verstand auch etwas über Gott und Engel. Denn die erschienen hier als Menschen und Abraham verstand, dass die als Menschen essen können. Also die waren jetzt keine Menschen aus Fleisch und Blut, aber die manifestierten sich als Menschen, wie auch Jesus Christus nach seiner Auferstehung als ein Geistwesen sich nach wie vor hin und wieder den Jüngern gegenüber als Mensch identifizierte oder manifestierte. Und er aß mit denen zum Beispiel Fische nach seiner Auferstehung. Er hatte auch gesagt zu den Jüngern, dass er zum Beispiel von dem Wein oder der Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken würde, bis er es erneut trinken würde im Reich Gottes, mit ihnen zusammen. Also hier bietet er ihnen zu essen an. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen, und sie sprachen, tu, was du gesagt hast. Vers 6. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Vers 8. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Nun, mehrere Dinge hier. Zunächst einmal wurde schnell etwas gebacken, Kuchen. Obwohl es hier nicht ausdrücklich gesagt wird, ist es klar wegen der Eile, dass dies ungesäuerter Kuchen war, ungesäuertes Brot. Auch hier wiederum eine Bezugnahme auf die Tage der ungesäuerten Brote, die noch kommen würden. Auch hier wird etwas weiteres uns erklärt. Wenn wir die Bibel akzeptieren als das Wort Gottes und nicht jüdische Tradition, dann sehen wir deutlich, dass es nicht verkehrt ist, etwas zu sich zu nehmen, das aus Butter und Milch und Fleisch bereitet ist. Es heißt nämlich hier in Vers 8, und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hat, und setzte es ihnen vor und sie aßen. Die haben nicht gesagt, nein, nein, ich kann nichts essen, was aus Milch und Fleisch zusammengesetzt ist. Heute orthodoxe Juden zum Beispiel, die essen keine Pizza aus diesem Grunde, oder die essen nichts, was also eine Mischung aus Milch und Kalb darstellt, weil sie eine Stelle im Alten Testament nicht begreifen. Es heißt dann nämlich, dass man nicht ein Kalb zum Beispiel in der Muttermilch kochen soll oder auch ein Lamm in der Muttermilch kochen soll. Und daraus sagen die und nehmen die, ja, man darf also dann nichts essen, was aus Fleisch und Milch zusammengesetzt ist. Das war eine heidnische Praxis, die Gott später verurteilt, die der Götzenanbetung diente. Hat mit dem Essen von Fleisch und von Milch gar nichts zu tun. Also hier sehen wir als Beweis, dass dies in der Tat getan wurde. Die haben das gegessen. Und dann sprachen sie zu ihm, Vers 9, wo ist Sarah, deine Frau? Und er antwortete drinnen im Zelt. Und da sprach er, der Herr, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Und das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Und darum lachte sie bei sich selbst. Und die lachte aber jetzt ganz eindeutig aufgrund von mangelndem Glauben. Der Abraham, der früher gelacht hatte, das war vielleicht auch noch so ein bisschen Zweifel mit dabei, aber hauptsächlich lachte er, weil die Situation so komisch war. Aber die lachte jetzt aus mangelndem Glauben. Und die spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde? Vers 12, entschuldigen Sie. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt? Vers 13, und da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Also die lachte jetzt aus mangelndem Glauben.
Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wiederum hier die Frage Gottes. Sollte Gott irgendetwas unmöglich sein? Wenn Gott uns etwas verspricht, wenn wir klar in seinem Wort erkennen können, dass etwas Gottes Willen entspricht, dann müssen wir es tun. Und wir müssen nicht den Zweifel haben und meinen, ja, das kann aber Gott gar nicht durchführen. Später wird die gleiche Stelle angewandt, als der Engel der Maria verkündet, dass sie einen Sohn gebären würde, obwohl sie noch nichts von einem Mann wusste. Und der Engel sagt zu Maria, er sollte Gott irgendetwas unmöglich sein. Und das wird vielfach erwähnt. Unmögliche Dinge in den menschlichen Augen sind möglich bei Gott. Christus sagt dies auch. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Abraham musste das lernen. Sarah musste das lernen. Wir müssen das heute lernen. Wir müssen durch Tests gehen, durch Prüfungen, um zu begreifen, dass in Gottes Augen nichts unmöglich ist. Nun, das bedeutet nicht, dass Gott ein Taschenspielertrickster ist, der irgendwelche magischen Dinge da von sich gibt. Darum geht es nicht. Als Satan zu Christus kam, ihn versuchte in der Wüste und sagte, ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann sag doch diesen Steinen, die sollen Brot werden. Das wäre jetzt eine falsche Anwendung des Wortes Gottes gewesen, weil es ging ja nicht darum, jetzt beweisen zu müssen, dass er Gottes Sohn war. Und er hatte ja auch gefastet, um Satan überwinden zu können. Also das war eine falsche Anwendung der Schriftstellen. Und deswegen sagt Christus ja auch zu Satan, es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Schauen Sie, es geht um den wahren Willen Gottes. Und wenn wir den erkannt haben und wir wissen, es ist immer Gottes Wille, ohne alle Ausnahme, sein Wort zu halten. Wenn Gott uns etwas gebietet, entspricht es immer seinem Willen, dass wir es tun. Und dann ist es auch nicht unmöglich bei uns, weil es eben nicht unmöglich ist, bei Gott es zu tun. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Sind Sie auf der Suche nach einer Arbeit? Nun, Gott sagt, Sie sollen arbeiten. Paulus sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Sie sollen arbeiten, sie sollen Geld verdienen, sie müssen Geld verdienen, damit, wie Paulus sagt, sie auch etwas haben, um anderen geben zu können, die hilfebedürftig sind. Also glauben Sie nicht, es ist unmöglich, jetzt für Sie eine Arbeit zu finden, da Gott es Ihnen gebietet, wenn Sie Ihren Teil tun, werden Sie eine Arbeit finden. Nun, vielleicht suchen Sie an den falschen Stellen, vielleicht sind Sie sich zu stolz, dass Sie meinen, Sie könnten eine solche Arbeit nicht annehmen, die steht unter Ihrer Würde. Nein, das ist nicht unbedingt der Fall. Manchmal geht es darum, dass Sie auch Ihren Stolz ein wenig ablegen müssen, dass Sie demütig werden, genug demütig sind, um das anzunehmen, was Gott Ihnen anbietet. Gott wird es möglich machen. Und so sagt Gott auch hier in Vers 14, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Punkt, Schluss, aus. Ende der Debatte. Und die Sarah, die war jetzt natürlich ein wenig beschämt. Und da leugnete Sarah, Vers 15, und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Lügen wir manchmal, leugnen wir manchmal die Wahrheit, weil wir uns fürchten, weil wir uns schämen, zuzugeben, dass wir vielleicht etwas Falsches getan haben. Nun schauen Sie die Milde, aber auch die Strenge Gottes an, wie er hier antwortet. Er aber sprach, es ist nicht so. Du hast gelacht, Sarah. Du hast gelacht. Ich glaube, das war alles, was notwendig war, um Sarah deutlich zu machen, das, was Gott gesagt hat, wird geschehen. Ich möchte Sie heute mit diesem Gedanken dann alleine lassen, aber nicht alleine. Ich hoffe, Sie werden dies in Ihrem Leben anwenden, darüber nachdenken, meditieren, erkennen, dass wie Abraham und wie Sarah zu dem wahren, vollendeten Glauben kamen, immer weiter stark wurden im Glauben, möchte ich einmal sagen. Das können auch Sie. Mit Gottes Hilfe können auch Sie das. Nun, der Glaube an Christus, der Glaube an Gott, den Vater, ist ein Geschenk Gottes. Sie können sich diesen Glauben nicht erarbeiten. Aber Sie können Gott darum bitten, dass er Ihnen diesen Glauben gibt. Und wenn Sie im Glauben bitten, dann wird Gott ihnen auch den Glauben vermehren, wie der Vater, der zu Christus kam und sagte, wenn du etwas kannst, dann heile diesen meinen Sohn. Und Christus sagt zu ihm, wenn du etwas kannst,
Es ist nichts unmöglich für den, der glaubt. Und dann sagt der Mann, ich glaube, hilfe meinem Unglauben. Die Jünger kamen zu Christus und sie baten ihn, stärke unseren Glauben. Und Christus tat dies. Und Christus wird das für sie tun. Und Gott, der Vater, wird das für sie tun. Aber es geht nicht nur um den Glauben an Gott, an Christus, an das Evangelium vom Reich Gottes, an den Opfertod Jesu Christi, an die Vergebung der Sünden, die durch Reue kommt, weil Christus für uns gestorben ist. Es geht auch um den Glauben Jesu Christi. Schauen Sie, die Bibel spricht von zwei Art von Glaube. Der Glaube an Gott ist notwendig, absolut notwendig. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, wenn man nicht an ihn glaubt. Wer heute ein Atheist ist oder sein will oder ein Agnostiker, kann Gott nicht gefallen, wenn wir der Bibel Glauben schenken wollen. Aber das ist nur der Beginn. Nach der Taufe, wenn Sie den Heiligen Geist erlangen, nach Reue, wahrhaftiger, aufrichtiger Reue, dass Sie das Gesetz Gottes übertreten haben, dass Sie nicht so sind, wie Sie sein sollten, was Sie sind, Sie bereuen Ihre eigene Existenz. Wenn Sie dann den Heiligen Geist erlangen, dann wird mit dem Heiligen Geist Ihnen der Glaube Jesu Christi gegeben, dass er in Ihnen dann wirkt. Und Sie müssen mehr und mehr diesen Glauben Christi in sich wirken lassen. Und dann wird in der Tat nichts für Sie unmöglich sein. Das ist das, worum es geht. Das ist der Glaube, den Abraham hatte. Der Vater der Gläubigen. Wir können den Fußstapfen Abraham folgen, wie wir natürlich letztendlich den Fußstapfen Jesu Christi folgen müssen, der ja der Urheber und der Vollender unseres Glaubens ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.